zurück. Fallout 4 Automatron. Wir sind in der Höhle des Löwen. Und versuchen, den Schurken ausfindig zu machen, der hier verantwortlich ist für die ganzen Missetaten, die in seinem Namen verübt werden. Ich irre hier durch diese unglaubliche Fabrik. Hier ist so ein bisschen, seht ihr das, diesen Dampf hier? Wo kommt der Dampf hier her? Oh, hier ist auch noch Reds. Oh, 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 oh. Lohnt sich das, hier reinzugehen? Shit, ich habe sogar einen Hazmat-Suit dabei. Ich bin zu faul, den anzuziehen. Was hast du denn? Sentry Torso. New Mod! Sentry Torso, freigeschaltet. Yay! Missile, Fusion Cell. Stimpak. Power, Substation, Terminal. Was kann man hier machen? What a waste. Ah ja, interessant, interessant. Es gibt wieder Log-Einträge. I've been down here almost 4 months, and now I'm already getting bored. I thought it would be exciting to sign up and work for the robotics program, but when I finally got my departmental assignment, I almost quit. Power substation A? Are you kidding me? 4 years of electrical engineering school, and they have me babysit a bunch of generators? I can strip a Mr. Handy or Protecton down to its base parts in under 2 hours, and they stick me here? What a goddamn waste of time. Cunning plan! After talking to Sharply during my smoke break, I thought a way to turn my isolation into an advantage. I've got a buddy in the civilian service who works for a vending company, and he reckons that I can make a few bucks if I stick one of his cigarette machines down here. It would save everyone a trip all the way to the surface if they're out of smokes and give me an excuse to say hi to any of the ladies that happen to wander in the purchase. I'll tell you, Sharply's a goddamn genius. I might even have to comp him a few free packs for his help. Mm-hmm. Substation B. I took all the trouble to sneak the machine into my substation just to have Banks over at substation B start complaining about the smoke. At first I thought it was just a jealous that all of the ladies have been hanging around my new cigarette machine during their smoke breaks. Then he showed all his cards when he told me he's going to lodge a formal complaint with Delano. If I don't make him happy, he doesn't care about the smoke, sneaky little thief just wants a cut of the cigarette sales. I might have to pay him off to keep the brass off my back. Und das letzte official approval, für so ein bisschen Gas zu geben, wie ihr merkt. Finally got official approval to keep the cigarette machine in my substation. I'm pretty sure the free cartons that found their way onto the general's desk may have had something to do with it. Now Banks can't do a damn thing about it, and he isn't getting a single penny. Looks like this electrical engineer just came out on top for once. So, jetzt, das war nicht ganz so hilfreich für die Geschichte, aber es hat einem doch ein Gefühl dafür gegeben, was hier in diesem Saftladen alles falsch läuft, oder? Keine Disziplin. Jeder macht, was er will. Was habe ich da eigentlich eben für ein leuchtendes Ding gesehen? War das... wo denn? Von da oben? Ah, egal. Ist doch alles egal. Hier war ich doch schon. Guck mal. Oder? Laser Better Wave Tuner Steel. Oder war ich hier noch nicht? Warte, ich kam doch hier runter, oder? Ich kam doch hier runter und dann hat der Lümmel mich vollgesülzt. Da oben war der Affe. Oder nicht? Klaro, Mann. Da kam die Werbung dazwischen. Jetzt habe ich mich kurz einmal verlaufen. Da geradeaus muss ich. Da rechts war ich und da geradeaus will ich lang. So war das doch. Okay, ja, ein bisschen Wein brauche ich das. Nee, brauche ich nicht. Baseball Glove brauche ich nicht. Zahnpasta. Guck mal hier. Warte mal, noch nicht schießen. Ich will mir erstmal den Robo-Parts... Kann man eigentlich, das würde mich mal interessieren, kann man diese ganzen kleinen Figürchen eigentlich auch... Wer bist du denn? Du bist ja schön. Leider bist du jetzt auch... Aber schön bist du trotzdem. Kann man diese ganzen Modelle eigentlich irgendwo aufstellen? So wie man auch seine Bubbleheads und so aufstellen kann? Wisst ihr das? Right away, Kattenjahren. Haha, Kattenjahren ist ganz lustig. Und Pack of Duct Tape. Duct Tape. Oho. Vielleicht save ich nochmal zwischendurch. Kann ja nicht schaden. Da verheile ich mich auch nicht. Ich mag das Risiko. Warum ist hier eine Power Armor Station, wenn ich doch gar keine Power Armor habe? Ist hier vielleicht irgendwo noch eine Power Armor für mich zum Mitnehmen? Da muss ich rein. Da ist nichts mehr. Oh. Oh, vielleicht ist der super groß.
Das wäre toll, wenn der Roboter mega groß wäre. So wie der Typ aus Mass Effect. So wie der menschliche Reaper. Bist du böse da hinten? Ich befürchte, du bist böse. Deswegen musst du leider jetzt sterben. Tschüss. Na, wo versteckt sich der andere Lump? Da ist er. Huch. Entschuldigung, falsche Taste. Kann ja mal passieren. Guck mal, er kämpft wirklich gegen. Der ist wahnsinnig. Der wahnsinnige kleine Scrapbot versucht allen Ernstes, Ada anzupöbeln. Das macht man noch nicht. Hüpf. What? Guck mal, der lebt noch. Hallo. Boah, das war Ada, die auf mich geschossen hat. Fump. Ja, da jetzt richtig zur Sache. Das ist halt kein Wrestling hier, ne? Also hier fliegen richtig die Fetzen. Fump. Ja, noch mehr Ärger? Nö. Das war's erstmal, ne? Flame of You, Assault on Lex, hatte ich die schon, offensichtlich. Wie viele von denen warten denn noch auf mich? Ist das radioaktiv? Ich weiß nicht. Habt ihr gesehen, wie ich gerade im Sprung eine Nahkampfattacke vollführt habe? Habt ihr sowas schon mal gesehen? Nichts drin. Was haben wir denn hier? Oh, hier ist ziemlich viel Radioaktivität. Ja, ist hier irgendwas Tolles? Lohnt sich das? Eine Vortec Lunchbox, na toll. Wonder Glue. Fuse nehmen wir mal mit. Weh, das lohnt sich nicht. Stimpak Purified Water. Ach, wisst ihr was? Jetzt fällt mir gerade ein, ich habe dieses eine Holotape vergessen. Da war noch ein Holotape an dem einen Terminal. Und ich glaube, da bin ich gestorben oder sowas. Und jetzt habe ich das vergessen, mir anzuhören. Shit. Aber dafür laufe ich jetzt nicht nochmal zurück. Aber das finde ich jetzt ein bisschen doof. Egal. Guckt euch das mal an. Das ist schon eine riesige Halle, ne? Komme ich da rüber? Ist da irgendwas Geiles? Nee. Ich denke nicht. Luti, Luti. Schnuti, Schnuti. Oh, hier. Noch ein Terminal Unit Tasks. Bla, 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 bla. Okay, langweilig. Repair Orders. Replace or Commission. Nasel. Facility Requests. Ah, alles klar. Ach, einfach nur so eine Auflistung. Ammo Box. Ach komm, was soll denn das? Ich habe hier keinen Sound beim Schlossknacken. Das ist echt komisch. Wieso habe ich denn keinen Sound? Das wäre noch nie passiert. Sweet. Hört ihr das Schlossknacken? Ich höre das nicht hier im Studio. Warte mal. Ja, ja. Okay, komm her. Kann nicht mit ihm reden. Ich versuch doch nur dein Buddy. Ich versuch doch nur nett zu sein. Meine Güte, ey, du bist aber auch ein Arsch. Wie super freundlich zu dir bin, du Doofkopf. Im wahrsten Sinne Doofkopf, weil du nur aus Kopf bestehst. Meine Güte. Das ist hier eine Plattform. Wo bringt die mich hin? Ans andere Ende wahrscheinlich. Willst du mit? Komm mal mit, Ada. Ada! Komm mit! Los! Push the button. Hui! Wir gehen auf eine Reise, kleiner Mann. Ja, genau. Spring da runter. Oh Gott, diese
dieser Roboter. Also mit der KI kannst du noch nicht so weit her sein. Ja, tschüss. Tschüss, Ada. Ich gehe dann alleine, ne? Bis die Tage. Tschüss. Bleib hier, bis du verrostest. Naja, jetzt ist halt in so einer Fabrik, da kann sie sich wenigstens irgendwie mit ihresgleichen... Was ein trauriges Bild, oder? Naja, dann eben ohne dich. Dann eben ohne dich. Ada! Quit playing on games. Ada! Ach, und jetzt, wo ich dich brauche, bist du nicht da. Ach, Ada, weil ich voll bin. Ada! Jetzt krieg ich die Tür nicht auf. Ohne Ada. Hier. Hallo Ada. Na, so ein Zufall, da bist du ja. Flup. Hey. Ja. Ja, ich weiß. Komm. Nein. Wo? Da. Show me what you got. Ja, ganz viele tolle Sachen. Es ist echt unangenehm, irgendwie wegen jedes Mal wegen so 10 Kilogramm Ada hier anzuhauen, dass sie das für mich trägt. Ich kann ihr jetzt auch irgendeine Waffe geben. Guck mal, was gebe ich ihr denn mal mit? Irgendwas, was ich jetzt eh nicht brauche. Ich benutze ja eh nicht alle. Zum Beispiel Spray and Pay gebe ich dir mal mit. Und den behalte ich mal, die wollte ich nochmal ausprobieren. Und die kannst du auch mal jetzt eben mitnehmen. So. Bisschen mehr Gewicht. Also schon eine ganz schön lange Reise hier durch das. Diese komische Fabrik. Ist jetzt nicht besonders abwechslungsreich, muss ich sagen. Ist auch nicht so, dass ich irgendwie super viel mega geilen Loot bekäme. Aber na gut. Oh, guck mal, Research Wing. Over here. Oh, mach das auf. Warum ist denn hier ein Gefängnis im Research Wing? Da ist ein Stuhl drin. Was ist die Geschichte hinter dieser Zelle? Die ist eindeutig nicht für einen Roboter, sonst wäre da kein Stuhl drin. Die muss für einen Menschen gewesen sein. Aber welcher Mensch sollte hier mitten in dieser Fabrik am Arsch der Heide hinter 25-fach gesicherten Türen, welcher Mensch sollte dort in eine Zelle gesperrt werden? Das ist doch, was ist denn das für ein Schicksal? Trash. Was haben wir im Trash? Ein Toaster. Toastermüll. Naja, vielleicht erfahren wir in diesem Terminal etwas mehr über diese Zelle. Holding Block. Okay, das könnte interessant sein. Personal Log Entry GC Broderick, US Army. Military Police oder was ist MP Division. They are offloading another set of subjects to us today. I don't know what these men and women did to deserve being sent here, but since they were transferred from civilian penitentiaries, I can only assume they are the worst society has to offer. I don't think these people have any idea what's about to happen to them. One thing's for sure, these prisoners would have been better off serving their time elsewhere. Ach, kommt von denen die Gehirne vielleicht, dass die von denen kommen, weiß man nicht, ne? I'm starting to hear rumors around the block that I don't like. Esteban told me that he overheard two of the eggheads saying that the prisoners are having the brains cut out of their heads or something like that. I know the brass is running experiments on these inmates and that they were pretty intense, but I didn't know they were literally cutting them open. I'm not sure how I feel about that. After all, I joined the military because I wanted to serve country and protect my fellow Americans. I guess I'll keep it to myself for now. Es ist genau wie wir gesagt haben, weil ich hab's ja gesagt, ihr habt das gar nicht gesagt, ich hab das gesagt, dass die quasi von den Gefangenen die Gehirne nehmen für die Roboter. Daher kommen die. Ist das nicht makaber? Sehr interessant. Nächster Eintrag. The rumors floating around this block are getting worse. One of our informants said that the prisoners are talking about rioting. If the things they are saying are true, that inmates are getting dissected and the parts used for robots, I almost can't say that I blame them. Esteban said we should go right to Gamma X status. Oder ist es Gamma 9 Status? But I don't want to push the panic button unless I absolutely have to. I've decided to take this all the way to the top and meet with General Rawlings. Criminals or not, these experiments are wrong and they need to be stopped before it's too late. Okay, letzter Eintrag.
Broderick got reassigned out of the facility today. I think they have him scrubbing toilets at some backwater listening post in Anchorage now. They put me in charge of the cell block and I initiated Gamma 9 status. After 2 days, the threat of rioting has ended and everything is back to normal. The brass gave me the go-ahead to start sending people to the medical section and everything is proceeding as planned. If we have any hope of beating the enemy at their own game, we need to get these robots online. Who cares what happens to a few lousy inmates? I told Broderick he needed to fall in line, but he wouldn't listen. Of all people, I would have expected him to understand that the needs of the many overweighed the needs of the few. Sehr, sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Also werden hier... Ach, guck mal einer an. Mr. Gutsy. Und noch ein Passwort. Ein Passwort für ein Terminal. Spannend, spannend. Also tatsächlich wurden hier einfach vom... Also es ist ja ein militärischer Komplex, der wurde dann übernommen von Robco oder was, ne? Und die haben die Militärs sich hier reingesetzt und es übernommen. Und dann haben die einfach irgendwelche Gefangenen genommen und ihnen die Köpfe aufgeschnitten und deren Gehirne in Roboter gepackt. Die Frage ist doch, wenn jemand so schwer bestraft wird, dass sein Verschwinden hier irgendwie gar nicht bemerkt wird, weil er vielleicht im Todestrakt sitzt oder sonst was... Warum sollte man ausgerechnet die Gehirne von solchen Tätern nehmen, um sie in Roboter, in Kampfroboter zu setzen? Ist das nicht irgendwie eine bescheuerte Idee, irgendeinen psychotischen Massenmörder das Gehirn rauszusteigen und es in einen Kampfroboter zu setzen? Macht das nicht irgendwie vielleicht gar keinen Sinn? Nun gut. Was ist das? Eine... Oh, das sind jetzt Ghouls. Und da ist das Gehirn. Oh, toll. Guck mal. Das Gehirn ist zu einer Trage geworden. Stellt euch mal vor, euer Gehirn wird euch entrissen und ihr wacht auf und seid eine Trage. Ist das nicht tragisch? Hm. Ah, ohne Gehör ist es gar nicht so einfach. So. Got it. Was ist denn hier drin? Guckt euch das mal an. Was ist das hier? Medex? Bottle Cap. Warum hat der überhaupt noch Munition und Bottle Caps in seinen lumpigen Taschen, wenn der hier offensichtlich gefangen genommen worden ist? Was ist denn das bitte für eine Gefängnispolitik? Dass die hier ihren Scheiß behalten dürfen, zwar nicht Patronen. Das ist ja alles irre. Ich loote jetzt nicht jede Zelle. Ich hoffe mal, dass da jetzt nichts Sinnvolles drin ist. Der sieht aus wie jemand, der aufstehen könnte. Aber das probiere ich nicht aus. Oh, ist das alles makaber. Guck mal, da ist nicht mal was drin. Aber die sind ganz schön kleine Gehirne, hä? Ich dachte, menschliche Gehirne wären irgendwie größer. Naja. Krass, krass, krass. Was haben die sich dabei gedacht? Push the button. Hallo? Ah ja, jetzt ist es offen. Sind die Gehirne noch intakt? Leben die noch? Weiß es nicht. Da geht's runter, ne? Also fährt das Ding auch runter oder was? Keine Ahnung, ich gehe jetzt erstmal einen nach oben. Guck mir das erstmal an. Ich save einmal kurz. Hier oben. Oh, man kann von hier oben. Oh, das wird ja immer besser. Man kann von hier oben die auch noch beobachten. Also, das ist ja echt. Was eine unangenehme Anstalt hier, oder? Medical Observation Terminal. Auch interessant. Was haben die denn hier? Oh. Subject A22. History. Convicted of serial killings in the DC area. Not to be visited alone. Security personnel required for all interviews. Evaluation. A22 shows higher brain function but weak constitution. We've been giving him a high protein diet and started session of electrotherapy to treat his muscles. It should be long until his brain survival rate of the procedure is no longer at risk. Das ist ja echt crazy. History. Convicted for arson. Burned down a courthouse, leaving 3 dead. Only approached when sedated.
evaluation, family medical history of dementia, brain health is likely to decline or school data recommended for a termination. Oh, ist das krass. History, convicted for murder of a waitress, prone to sudden outbursts of violence. Recommend subject be restrained at all times or sedated. Evaluation. Highly emotional, currently on a cocktail of antidepressants and anti-anxiety. Dr. Esselford is starting psychiatric sessions to further see if she's a good candidate. Oh, noch ein Mädel. Crazy shit. A72, history. Convicted of second degree murder while under the influence of alcohol. Evaluation. Subject displays high intelligence and knowledge of tactics. Slight signs of PTSD. Dr. Esselford to evaluate for treatment. Also wahrscheinlich ein ehemaliger Soldat. A88, female. Ex-military. Convicted of second degree manslaughter. Assault resulting in hospitalization and later death of the victim. Subject is highly intelligent and proved to be mentally sound. Approved for candidacy. Candidacy for what? Für US-Presidency wahrscheinlich. Subject A88. Okay, stehen da auch... Ah, guck mal hier. Nein, ich wollte nur das Protectron-Model. You be sure, let me know. Ja, ja. Aber hier sehen wir ihn wahrscheinlich nicht irgendwie. Plastic Fork. Stealth Boy. Die Tür geht nicht auf. Aber das ist ja geil, dass die hier. Guck mal, das ist gutes Level-Design, ne? Jetzt haben die hier durch Zufall ein Loch reingemacht, was mich genau dahin bringt, wo ich hin muss. Und muss jetzt nicht diesen kompletten Parcours zurücklaufen. Das finde ich nett. Aber stehen hier an den Zellenblöcken auch Nummern? Nee. Doch, 10, aber na gut, A88. Das ist dann nicht die Zellennummer, sondern es ist was anderes. Beziehungsweise, warte mal, da hinten muss ich doch hin. Ah, ich bin ja doof. Da habe ich gerade das Level-Design gelobt, dabei wollte ich doch noch hier hinten den Knopf drücken. Das wollte ich doch machen. Kommst du, Ada? Ada! Nee, dann nicht, Ada. Dann fahre ich halt ohne dich. Fährst du überhaupt oder gibt. Ja. Fährt. Was haben wir denn hier? Kurios, kurios. Da haben wir ein bisschen Bloodpack. Oh, hier, guck mal. Das ist auch interessant. Überall diese bescheuerten Dinger hier. Das ist ja so lustig. Da fehlt das Gehirn. Oh, ist das Gehirn auf Reisen gegangen? Hat es sich selbstständig gemacht? Hat es diese Fazilität übernommen hier oder was? Guckt euch das mal an hier, diese ganzen Operationssäle. Was haben hier für schreckliche Geschehnisse stattgefunden? Oh, hier Röntgenbilder, alles klar. Da wurden die festgekerkert an diesen Betten und dann wurden hier irgendwelche Operationen mit denen. Ah. Das ist doch ein trauriges Schicksal. Brain Extraction Terminal. Eieiei. Once again, thanks to equipment failures, we're getting pretty backed up in this department. The brain extractors were never made to operate at this capacity. I think they've been running around the clock for the last few weeks. We usually end up with popped blade from slicing through a particular tough skull. Or the hydraulics in the pulling arm seize up when the spine cord isn't fully severed and the brain is pulled too early. I hope that Ciroletti doesn't yell at us again. This really isn't our fault. Ja, sehr lustig. Also die Gehirne werden ständig rausgezogen und leider geht immer irgendwas schief. We all had a pretty good laugh around the extraction department today. Yeah, that was fun. Ansel tried mixing some fresh biogel with a little bit of grenadine and vodka and dared us all to drink it down. It turned out to be pretty good, kind of thick and sweet with just the right amount of kick. We came up with a little game to try and name the drink. A whole bunch of stupid ones came up, of course, but we finally settled on the Extractor Sunrise. Too bad we can't share with the other departments, but the biogel costs like $1,000 at Pint, and I don't think Sir Roletti would appreciate us drinking down some of her budget. Die verrückten Wissenschaftler, die sind ja alle nicht ganz dicht. Today was Halsey's birthday, so we made him a brain-shaped cake. Well, sort
of. We actually just took one of the extracted brains and covered it with frosting. Of course, we didn't tell Halsey that. The look on his face when he bit down on the slice we gave him was pretty hilarious. It was a waste of decent subject brain, but the prank was totally worth it. We really have some good times down here. I sincerely hope that they don't reassign anyone away from the department. We are working well together and our efficiency rating can't get much higher. Das ist sehr lustig. Habt ihr das verstanden? Die haben tatsächlich dem einen zum Geburtstag ein echtes Gehirn geschenkt, was sie so ein bisschen mit Frosting, also so mit Zuckerguss oder was, beträufelt haben. Und er dachte, es ist ein Kuchen und hat das Gehirn gegessen. Und hey, das Gehirn hätten sie ja auch für weitere Teste benutzen können. Aber nein, für den Gag haben sie das Gehirn einfach mal verbraucht. Und das Gehirn war übrigens vorher in einem echten Menschen. Die haben also einen echten Menschen aufgeschnitten, das Gehirn rausgenommen, nur damit sie irgendwie jemandem einen lustigen Streich spielen können. Das ist also der Geist, der hier in dieser komischen Station herrschte. Womack over in sanitation made an offhand comment that his job having to grab what was left of our test subjects and dispose of them in the furnace felt wrong. Then, not a day later, it was sharing lunch with some of the personnel from the assembly division and they asked me if putting the brains from our test subject heads over bothered me. I told them that it didn't. I'm not sure why some of the people at this project are having problems with what we're doing. Maybe we should look for work somewhere else. Ja, diese Gewissensbisse, wo kommen die denn her? Das ist ja echt fehl am Platze hier, sich darüber Gedanken zu machen, ob das in Ordnung ist, Gehirne rauszuschneiden von Menschen. Wo kommen wir denn da hin? Ja, sehr, sehr interessant. Immer wieder lustig, diese Terminals, wenn man sich die Zeit nimmt und das Ganze mal ein bisschen durchliest. Guckt euch das mal an. Was war denn hier drin? Waren da überall Gehirne drin? Man weiß es nicht. Brain Extraction. Oh, hier ist noch eins. Guck mal. Zwei direkt. Die paaren sich. Wenigstens sind die da zusammen drin für die Ewigkeit. Und müssen nicht alleine. Guck mal, das ist ein bisschen wie bei Futurama, oder? Gibt es auch diese Regale mit Gehirnen. Die leben dann weiter ohne Körper. Und hier, was ist das? Ist hier schon eher Stress? Nee. Guck mal, ey. Alter Schwede, das sind ja hunderte Gehirne. Die waren ja richtig eifrig hier. Was geht ab? Dann noch ein Model. Und ein Holotape. Anise Ciroletti, Chief Scientist. This is the third time I've had to request more security. As thorough as our assembly procedures may be, there's a human factor to be considered. These are criminal and unstable minds. It can't be a scientist's job to ensure each test subject is properly sedated. I was promised military assistance and security, but we need more. I won't allow my crew to be endangered. As fascinating as it may be to integrate the human mind with robotics, sometimes I wish I never signed on to this project. Okay, also die hat sich gerade drüber aufgeregt, dass es nicht ihr Job ist, die Leute vernünftig zu betäuben, ruhig zu stellen, wenn man ihnen das Gehirn rausoperiert. Oh, guck mal hier. Wo kommt denn hier so ein Deathclaw her? Fürchterlich. Ja, also an Zynismus nicht zu überbieten. Das mag ich immer an Fallout, so diese. Man muss sich das nicht durchlesen, man kann ja auch einfach langlaufen, aber wenn man sich die Zeit nimmt, sich den Kram durchzulesen, dann erschließt sich eben so ein Gesamtbild der Situation. Und das ist echt immer viel cooler und hilft einem so ein bisschen abzutauchen in diese Welt. Okay, jetzt gehen wir mal in die Werbung. Ich glaube, warte mal, hatte ich den hier schon gelesen? Nee, ne? Nee, das lesen wir gleich zusammen. Nach der Werbung, ja? Ne? Bis gleich. Ja.